Einen wunderschönen, da bin ich wieder. Ja, 14 Uhr gab es schon ein Video. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch natürlich an. Das ist jetzt das 16 Uhr Video und in dem Fall geht es natürlich hier um die Rettungs- und Feuerwache in Lakeside. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz von oben. Das hier ist Lakeside. Hier kommt das Polizeirevier hin, so wie ich das verstanden habe. Hier unten haben wir dann so eine, ja, diese typische Lakeside-Garage. Entsprechend dann mit Essensläden und anderen Geschäften. Keine Ahnung, was da de facto dann am Ende reinkommt. Aber für euch, wir haben eine nagelneue Feuerwehrwache. Ne? Das wurde sich gewünscht, die alte. Ich fand die zwar cool, aber anscheinend mochten die Medics nicht so wahnsinnig gerne. Das hier ist die nagelneue Feuerwehrwache und logischerweise mit dem Krankenhaus nebendran dieses Mal. Das wird sich seit Ewigkeiten gewünscht, aus Performancegründen konnten wir es nicht machen. Jetzt können wir aber so wirklich fast alles auf die Karte implementieren. Also das ist jetzt nochmal bei der Kartenversion nochmal besser. Dementsprechend also, jetzt geht das. Und das wird die Medics mit Sicherheit auch freuen. Ihr habt endlich ein scheiß Helipad auf dem Dach. Natürlich dann das Zusatzhelipad hier und natürlich auch einen riesen Parkplatz. Für Mitarbeiter hier hinten, für Normalus dann wahrscheinlich auch hier. Und ja, die Rettungsstelle ist natürlich auch wieder mit eingebaut. Denke mal, das Krankenhaus von innen muss ich euch nicht zeigen. Eine einzige Sache will ich euch zeigen. Ihr kennt es ja, wenn ihr hier reinläuft, da versinkt man im Boden. Auch das, so der aktuelle Plan, ist von Anfang an behoben, dass man eben nicht mehr mit den Füßen im Boden steckt, sondern wirklich da ganz smooth drüber laufen kann. Also auch an das denken wir natürlich. Und ja, die Feuerwache, ja, ist jetzt nicht die allerschönste, die ich je gesehen habe, aber sie ist groß. Vielleicht wird da noch ein bisschen was texturiert. Müssen wir mal gucken, ne? Aber so von den Features, die es hat, ist natürlich noch nicht eingerichtet, ne? Aber so von den Features hier mit dieser Kanzel oder wie auch immer man das nennen mag, ne? Ja, Eingangsbereich, dann sind hier, glaube ich, auch nochmal so ein, ja, größeres Büro. Hier hinten auch vielleicht nochmal ein Büro, hier dann nochmal ein Büro. Also ich denke, die Medics haben da auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Yes, Fire Department Jackson County steht auch schon drauf. Gut. Übrigens auch mit Helipad anscheinend. Kommt man hier hoch? Ach, guck mal, hier kommt man sogar hoch. Hat die Feuerwehr ein eigenes Helipad. Auch nicht schlecht, ne? Jawohl. Ja, viel mehr ist es in dem Video eigentlich gar nicht. Da geht es jetzt wirklich nur ganz kurz um die Feuerwehr. Soweit ich jetzt gehört habe, kommen, glaube ich, 2 oder 3 RTWs von Anfang mit rein. Ich kann euch aber einen nochmal zeigen. Wartet mal ganz kurz, dann machen wir das wieder so. Habe ich das hier nur drin? Fahrzeugspawn, Medic Vehicles. So, pass auf. Also was ich auch richtig cool finde, ja, leck. Es ist schön. Es ist super. Danke. So, was ich richtig cool finde, ist natürlich erstmal der neue RTW. Der sieht halt richtig geil aus. Auch hier die Lampen, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Und ich habe die Grafik nicht auf 100. Sieht natürlich auch gerade vom Weiten natürlich ein bisschen authentischer aus. Aber was ich richtig cool finde, das ist eigentlich der hier. Ich nehme den mal mit, dann leckt es weniger. So als, I don't know. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland nennen würde. Vielleicht KTW, also ein Krankentransportwagen. Oder vielleicht so ein Mini-NAW. Ich habe keine Ahnung. Na, auf jeden Fall wird es dann wohl so sein, dass man hier dann die Trage einladen kann. Und das Ding halt so als NEF-RTW irgendwie vielleicht in den Einsatz kommt. Also ich finde den mega nice, der gefällt mir richtig gut. Auch so mit dem Equipment, dass hier noch Blutkonserven hängen und hier alles eingerichtet ist. Ist natürlich schon ziemlich sick. Auch das Auto generell, einfach ein cooles Auto. GMC geht eh immer fit. Also ich denke, auch mit solchen Spielereien werdet ihr dann viel Freude haben. Natürlich auch die neuen Feuerwehrautos, die habt ihr im Release, nee, im Ankündigungstrailer auch gesehen. Also guckt euch den nochmal gerne an, da zeige ich nochmal viel mehr Autos. Aber das ist auf jeden Fall auch eins davon, über das ich mich sehr, sehr freue. Und dementsprechend, das war's für heute. Morgen bestimmt wieder ein Devlog, also schaut rein. Daumen hoch, ich bedanke mich an die Medics. Liebe Grüße, haltet den Laden sauber. Und in der 6.0 geht es dann wieder richtig los, ne? In diesem Sinne. Wir sehen uns, danke fürs Reinschauen und haut darin. Ne? Tschüss.